Ja, also dazu muss man sagen, meine Frau und ich, sowie auch unser jüngster Sohn, sind im Gesundheitswesen tätig. Und bis vor ungefähr 5, 6 Wochen war alles eigentlich ziemlich geschmeidig. Wir erleben jetzt natürlich eine Zuspitzung der Situation auf allen Bereichen. Wie empfinde ich die Situation persönlich? Ich empfinde die Situation so in so Alltagslagen, wie wir jetzt zum Beispiel jetzt auch das Einkaufen haben, zunehmend bedrückend. Das ist gut gemanagt. Ich halte auch die Informationspolitik insoweit für angemessen und geboten. Aber es ist natürlich eine Ausnahmesituation. Die macht mit jemandem, selbst mit jemandem, der eben halt entsprechende Umsatzerfahrung hat, doch schon einiges. Es ist zunächst einmal zu hoffen, dass die guten Vorsätze und die guten Dinge, die jetzt gerade geschehen, mehr bürgerliche oder mehr soziale Nähe, obwohl sie eben halt physisch distanziert sein muss, eine erhöhte Hilfsbereitschaft. Es ist wirklich sehr zu hoffen, dass das auch nach der Krise bleibt. Es gibt einen sehr schönen Film, ich glaube aus den 1957er Jahren, der heißt Der Tag, an dem die Erde stillstand. Der beschreibt in etwas anderer Weise aber genau das Verhalten von Gesellschaft vor der Krise, die wir jetzt erleben. Und es ist wirklich zu hoffen, dass das also tatsächlich dann auch durchträgt und eine Nachhaltigkeit entwickelt. Denn so kann es in ganz, ganz, ganz vielen Bereichen nicht weitergehen.